So einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zu den täglich neuen Handelsideen heute am Mittwoch, den 21. August 2019, hier gemeinsam mit Tickmill. Und wie schon in den letzten anderthalb, zweieinhalb Wochen waren es, oder sind es jetzt, bin ich als Ersatz oder als Vertretung für den Mike Seidel hier. Der Mike, der ist ab kommender Woche Montag wieder dann an dieser Stelle als derjenige, welche Host, Moderator des Events entsprechend zurück aus seinem Urlaub, aus seinem Wohlverdienten. Und bis dahin wollen wir uns hier an dieser Stelle noch die Ehre geben, einen weiteren Überblick über die Entwicklung an den Märkten eben entsprechend für den heutigen Handelstag dann ganz besonders eben geben. Und ja, einen Blick werfen eben auf die Entwicklung, die wir dort jetzt zu sehen bekommen haben. Alles in allem wird es jetzt langsam ein bisschen ruhiger mit Ausblick auf das anstehende Wochenende in Jackson Hole. Jackson Hole bekanntlicherweise ja das Zusammentreffen der Notenbanker, globalen Notenbanker in Wyoming in den USA alljährlich, ist eine Zeit lang gar nicht mal so spektakulär gewesen, wurde aber spektakulärer, als dann nämlich im Jahr 2010 in Jackson Hole der Weg bereitet wurde durch den damaligen Notenbankchef Ben Bernanke für QE2. Warum erwähne ich das jetzt an dieser Stelle und stelle das so heraus? Weil dieses Mal eventuell ebenfalls eine derartige Überraschung auf den Weg gebracht werden könnte, zumindest rhetorischer Natur. Und das ist eventuell der Grund dafür, warum hier aktuell eben der Markt sich beginnt so ein bisschen zu stabilisieren. Und auch gestern dieser Drop auf der Unterseite, der kurze Drop in den Nachmittag hinein im DAX eben abgefangen worden ist und wir nahezu wieder auf Ausgang in Anführungsstrichen stehen und auf dem Weg zurück sind in Richtung der 11.700er Region. So, bevor wir beginnen wollen allerdings, zunächst wie gewohnt der Blick hier auf den Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Tickmill bietet keine Finanzberatung an und auch die folgenden Inhalte stellen keine eine Aufforderung zum Handeln da. Sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung und Weiterbildung, sind also weder eine Anlageberatung noch sonst dergleichen. Einfach nur eine Information, die zur Verfügung gestellt wird an die ersten drei Zeilen des Risikohinweises. Den kompletten Risikohinweis findet man dann auf der Webseite von Tickmill, tickmill.com. Und ja, das wäre es dann erstmal so in dem Zusammenhang mit dem Risikohinweis gewesen. Wir wollen wie gewohnt einen Blick hier auf den Wirtschaftsdatenkalender werfen. Wie gesagt, das, was ein bisschen bedauerlich ist, ist jetzt zum einen der Hand, oder bedauerlich in Anführungsstrichen, also für uns aus actiontechnischer, volatilitätstechnischer Sicht bedauerlich, wenn man das aus handelstechnischer Sicht betrachtet, ist das mit Sicherheit eine erste positive Tendenz, die wir hier ausmachen können, nämlich dass aktuell sich die Situation so ein bisschen entspannt im Handelskonflikt, es zu keinen weiteren Eskalationen eben tatsächlich kommt und der Markt sich eben stabiler präsentiert, aber ich formuliere es mal andersrum, was nicht ist, das kann noch werden. Dazu habe ich dann auch gleich einen Chart wieder von dem Vermögensverwalter, den hatten wir schon mal vor anderthalb, zwei Wochen in Bezug auf das Yuan Fixing. Ihr erinnert euch eventuell dran, der Vermögensverwalter aus Skandinavien dort, Nordea, börsennotiertes Unternehmen unter anderem auch, und da gibt es eine sehr, sehr interessante Grafik, die zeigt, dass vor dem Hintergrund der weiteren Abflachung der Zinsstrukturkurve derzeit es zu einem sogenannten Gap kommt zwischen Volatilität und zweijährigen und zehnjährigen US Treasuries. Wir werden da gleich mal noch einen kurzen Blick, wie gesagt, drauf werfen, der am Horizont zumindest eine weiterhin erhöhte Volatilität zeichnet. Das ist allerdings durchaus etwas, was sich erst in den kommenden Tagen, vielleicht sogar erst Wochen beginnt dann zu etablieren. Für den heutigen Tag hat das wahrscheinlich erstmal, wie gesagt, mit Ausblick auf Jackson Hole jetzt nicht so die große Relevanz tatsächlich. Dennoch, die Devisenmärkte, heute zwei Key-Events eventuell, heute Nachmittag bereits um 14.30 Uhr, das ist dann was für die Cut oder die Looney-Trader unter uns, das sind diejenigen, welche den kanadischen Dollar handeln, da werden die Inflationszahlen veröffentlicht hier. Können wir gleich auch mal einen Blick drauf werfen, äußerst interessant, die kanadische Notenbank, die findet sich eventuell da so ein bisschen, ich sag mal, in einem Dilemma wieder und könnte hier, wenn die Inflation besonders unter der Erwartung veröffentlicht wird, dann spekuliert werden, dass es hierzu auch zeitnah geldpolitischen Stimulus in irgendeiner Form kommt, Zinssenkung zum Beispiel, oder dass man, ja, wir bleiben erstmal bei Zinssenkung. Ich will nicht so weit vorweggreifen und hier ebenfalls die QE-Keule schwingen, aber geldpolitischer Stimulus, der über weitere Zinssenkungen hinausgeht,
der wird ja nicht nur in den USA aktuell aktiv gespielt. Wir erinnern uns daran, Donald Trump hatte ja das erste Mal am, lass mich über Montag, na klar, Montag, wir haben erst Mittwoch so, hatte dort QE ins Spiel gebracht, nicht nur Zinssenkung von 100 Basispunkten, sondern auch das erste Mal aktiv von der Fed ein kleines bisschen QE. Da gibt es diesen Tweet ja noch, der sich den einen oder anderen daran erinnert, thematisiert. Und gleichzeitig war es auch so, dass das erste Meldung die Runde machten, dass da vielleicht sogar Australien sich genötigt sieht, das früher oder später einzuführen, auch als vielleicht sogar einer der hauptbelasteten Volkswirtschaften global durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Da China ja einer der größte Handelspartner Australiens eben tatsächlich ist, vor dem Hintergrund der Hard Commodities, Eisenerz beispielsweise, die dort eben zwischen den beiden gehandelt werden. Und zurück zur kanadischen Notenbank, zur BOC. Also alles in allem sieht die Situation hier weiterhin verhältnismäßig solide aus. Ähnlich, man möchte fast sagen, man kann vielleicht Parallelen ziehen von den jüngsten Wirtschaftsindikationen, die veröffentlicht worden sind, ähnlich solide eigentlich, wie es zum Beispiel auch in Neuseeland ausschaut. Dennoch hat die neuseeländische Notenbank vor ziemlich genau 2 Wochen eine Zinssenkung um 50 Basispunkte auf den Weg gebracht, statt der erwarteten 25 Basispunkte, die erwartet wurden wiederum in Antizipation einer Eskalation des Handelskonfliktes, einer globalen konjunkturellen Eintrübung. Und die RBNZ, also die neuseeländische Notenbank, ist ja bekannt dafür, immer so ein bisschen well ahead of the curve, sagt man dann im FX-Jargon, zu sein. Also das bedeutet solide am weiter oder in die Zukunft blickend, antizipatorisch unterwegs zu sein. Ich hatte das gestern kurz erwähnt. Der Grund dafür, weswegen man dort so gut flexibel in Anführungsstrichen sein kann, hat damit zu tun, dass eben die Volkswirtschaft Neuseeland verhältnismäßig klein ist und man dann auch ausgehend von seinen Handelsverflechtungen mit Sicherheit mit China, allerdings primär im Soft-Commodity-Bereich, Milchpreise und dergleichen, eben entsprechend auch gut Entwicklung in der globalen Konjunktur antizipieren kann. So, jetzt kommen wir zurück zur BOC. Also auch da könnte, wenn die Inflation unter der Erwartung veröffentlicht wird, genau solch eine Tendenz sich abzeichnen. Der vorherige Monat, Month on Month hier sehen wir es, wurde mit minus 0,2% veröffentlicht. Also das heißt, da gab es eine leicht deflationäre Tendenz. Durch die positive Korrelation des kanadischen Dollars oder auch der kanadischen Wirtschaft generell mit WTI, also mit dem Ölpreis ganz besonders, oder generell mit dem Ölpreis, nicht unbedingt der mit WTI alleine, es gibt ja auch noch andere Ölsorten, Brent etc., aber Fakt ist, der Ölpreis, der gibt hier durch seine durchwachsene Performance in der Vergangenheit eben mit Sicherheit auch so ein bisschen die kurzfristige Inflationsvorgabe vor und demnach könnte das durchaus darauf zurückzuführen gewesen sein. Aktuell ist der Konsens bei 0,2%. Wenn dieser nicht erfüllt wird, nochmal 0,0 vielleicht oder 0,1% nur veröffentlicht wird, dann wäre das eventuell etwas, was als Trigger-Event seitens des Marktes interpretiert wird, wonach man eben von der Bank of Canada dann ebenfalls einen Eintritt in den globalen Handelskrieg, Handelskonflikt eben erwartet und dieses Race to the Bottom, was stattfindet. Wir erinnern uns daran, was ich dazu sagte. Race to the Bottom ist im Grunde genommen die schwächste Währung gewinnt. Und in diesem Umfeld fügst du dich früher oder später. Von der EZB wird ebenfalls ein stark expansiver Schritt dann im September erwartet, im 12. Und demnach ist dann eben auch zu erwarten, dass die Bank of Canada früher oder später nachzieht. Und sie benötigt eben ein Trigger-Event, eine unter der Erwartung veröffentlichte Inflation, auch wenn es nur eine Wirtschaftsindikation ist, könnte aber den Weg ebnen und dann eben für die bärische Action im kanadischen Dollar eben sorgen. Das Dilemma würde natürlich erwachsen, wenn die Inflation hier über der Erwartung veröffentlicht wird oder wie erwartet, entweder 0,2% oder vielleicht 0,3, 0,4% eben tatsächlich. Scheint derzeit ein bisschen optimistisch. So möchte ich es mal formulieren, hat nämlich damit zu tun, dass, wie gesagt, der Ölpreis eben nicht jetzt stark performt hat, sich aber auf Monatssicht Pi mal Daumen für den Monat Juli verhältnismäßig stabil aber präsentiert hat. Deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch, ob solch ein positives Reading tatsächlich dann stattfinden könnte, aber es ist eine Option. Und das könnte dann die Bank of Canada eben in Schwierigkeiten oder wie gesagt in ein Dilemma befördern. Sie müsste oder dann würden wir wahrscheinlich eine zunächst mal unspektakuläre Price-Action sehen im kanadischen Dollar, den Markt unverändert vielleicht sehen. Ich sehe da noch nicht mal den stark bullischen Impuls im kanadischen Dollar. Aber alles in allem, in Summe, wäre das
Das ist ein suboptimales Szenario. Also wirklich interessant wird es eigentlich dann aus, ich nenne es jetzt mal Schachperspektive, also welcher Zug dann dort der nächste ist, wenn die Inflation heute Nachmittag hier unter der Erwartung veröffentlicht wird. Und dann heute Abend, ich habe es auch gerade jetzt schon hier in der Checkbox gelesen, fährt heute, damit ist hier unten, sind die FOMC Minutes gemeint, das Sitzungsprotokoll der letzten Notenbankentscheidung vom 31. Juli, wo der Zins ja gesenkt worden ist. Vielen Dank an der Stelle an den Ralf. Das, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ist nicht so das spektakulärste Event, ehrlich gesagt, weil nämlich der geldpolitische Kurs der Fed schon per se eigentlich vorgegeben ist. Also ich glaube nicht, dass der Markt wirklich überrascht würde heute Abend, sollte das noch verhältnismäßig hawkisch klingen, also einen restriktiven geldpolitischen Kurs favorisieren. Wir hatten zwar eine Zinssenkung, aber wir hatten eben auf der Sitzung im Juli am 31. hatten wir eben auch einen Jay Powell, der relativ klar eigentlich vorgegeben hat, was benötigt wird, um weitere geldpolitische Lockerungen, Zinssenkungen eben anzustoßen. Und dort war es eben so, dass man einerseits die solide die US-Wirtschaft herausstellte, andererseits aber eben auch mit sorgenvoller Miene auf die Entwicklung rund um den Globus aus konjunktureller Sicht blickte. Und das als Grundlage nehmen würde, beispielsweise eine weitere Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China, um weitere Zinssenkungen auf den Weg zu bringen. Das hat Trump wahrscheinlich auch gelesen und deswegen ist er am 1. August dann hergegangen und hat einfach nochmal Importzölle von 10% auf chinesische Güter verkündet, gegen, nach Aussage der Chinesen, gegen die Abmachung, die Trump und Xi Jinping, der chinesische Premier in Osaka, auf dem G20-Gipfel Ende Juni wiederum getroffen haben. Aber das war dann auch der Grund oder die Basis für die Argumentation, weswegen Trump das macht, um einfach das zu bekommen, was er will, nämlich Zinssenkung, eventuell auch den Launch eines QEs. Und wenn das wirklich das ist, was Trump abzielt, wo sich allerdings, wie gesagt, immer noch nicht so wirklich erschließt, warum. Also, denn nochmal diesen Kausalzusammenhang, dass es eben hier zwischen fallenden Zinsen auch weitere neue Aktienmarkthochs gibt und eine erneut anspringende Wirtschaft, den sehe ich nicht. Also natürlich kann man aus den letzten 10 Jahren den Rückschluss ziehen, dass man sagt, aber QE hat doch zu einer Kursrallye an den Aktienmärkten nach der Finanzkrise 2008, 2009 geführt. Das ist richtig, aber zum damaligen Zeitpunkt gab es diverse Punkte, die es da zu berücksichtigen gilt, die wir derzeit nicht haben. Zum Beispiel, keiner wusste, wie läuft dieses geldpolitische Experiment überhaupt. Wird das von Erfolg gekrönt sein oder nicht? Oder es war auch so, dass es wirtschaftlich nicht wirklich schlechter werden konnte. Also auch wenn man das im Grunde genommen ein auf Pump finanziertes, nehmen wir mal das Wort Fake, ein Fake-Wachstum suggeriert, dann ist es eben tatsächlich so, dass wir in dieser Konstellation sagen können, nun, wir haben Wirtschaftswachstum zu sehen bekommen, also ein Optimismus, der damit einhergegangen ist, der folgerichtig dann auch zu Investments in Aktien geführt hat. Wieder wachsende Gewinnaussichten für Unternehmen zum Beispiel oder Alternativlosigkeit in Aktien. Infolge eben dieses massiven in den Null- und in der EU mittlerweile Negativbereich der Zinsen, dass Aktieninvestments tatsächlich alternativlos sind. Da gab es also diverse Trigger dafür. Nun ist es so, dass eine Eskalation des Handelskonfliktes global massivste wirtschaftliche Eintrübungen zur Folge haben dürfte. Die globale Wirtschaft vielleicht sogar in eine Rezession, vielleicht sogar in eine Depression stürzt. Mit dieser Aussicht glaube ich nicht, dass ein geldpolitisches, ein Wiederanschmeißen eines geldpolitischen Experiments wie QE, also Quantitative Easing seitens der Fed, folgerichtig mit steigenden Aktienkursen einhergeht. Das wage ich stark zu bezweifeln, auch wenn es diese Korrelation in den letzten 10 Jahren gab und natürlich infolgedessen auch ein entsprechender Bias oder vielleicht so eine solche Erwartungshaltung seitens der Marktteilnehmer etabliert hat. Ich sehe das nicht, wie ich gestern schon sagte. Das Aufnehmen solcher geldpolitisch aggressiver Maßnahmen auch in Verbindung mit, und da möchte ich auch noch mal kurz einen Blick gleich dann vielleicht auf den Twitter-Feed von mir werfen. Also hier sind erstmal die Zinsen in den USA, 10-Jährige, die leichte Bodenbildungstendenzen zeigen, aber wo ich mir vorstellen könnte, dass zeitnah nächstes Lockdown anstehen könnte. Ja, ganz besonders, wenn eben hier Quantitative Easing seitens der Fed kommuniziert wird, dann ist, beziehungsweise nicht Vorgabe, sondern eine Tendenz, eine rhetorische Tendenz in Jackson Hole seitens Jay Powells sich abzeichnet, auf seiner Rede am Freitag ist das, dann ist da durchaus, ist da das Potenzial gegeben, dass wir in Richtung der Allzeittiefs um 1,36% fallen. Die sind markiert worden damals in 2016
im Juni, kurz nach dem Brexit. Mal kurz einen Augenblick. Also da sehen wir es, das sind die Tiefs gewesen hier. Da sehen wir 1,36, das war der Schlusskurs. Das ist nicht so der optimale Chart, aber das ist so das Ziel auf der Unterseite. In die Richtung gehen wir. Da 1,36, 27.06. markiert. Und auf diesem Weg sind wir und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir auch diese Tiefs rausnehmen. Allerdings ist das eben genau dieses jene Umfeld, welches dann eigentlich eher für Risikoaversion spricht und wo wir doch arge Zweifel haben sollten, ob das einhergehen kann mit steigenden Aktienkursen. Ganz zu schweigen, und jetzt komme ich zu dieser Grafik, von der ich zu Beginn sprach, ganz zu schweigen von dieser Entwicklung hier, nämlich dieser Grafik. Ich will mal kurz gucken, kann man da so reinklicken, dann wird das vielleicht auch ein bisschen größer. Also bevor die Frage kommt übrigens, da kann man es hier schon sehen, das dauert jetzt ein bisschen, bis sich aufbaut. Die italienische Regierung ist in Anführungsstrichen gestürzt. Ja. Der italienische Premier Conte hat jetzt seinen Rücktritt eingereicht am gestrigen Tag. Das hat aber derzeit keinerlei Auswirkungen auf die Märkte. Also rückschließend könnte man natürlich sagen, ist das nicht etwas, was auch dazu beiträgt, dass jetzt Volatilität in den Markt kommt, durch Unsicherheit mit Italien. Ich glaube, die Situation zwischen Brüssel und Rom und so festgefahren, wie sie sich darstellt, ganz besonders in Bezug auf den Haushalt und das Fahren eines stabilen Haushalts, wo ja die links rechtspopulistische, also sowohl das Bündnis aus Lega und aus Cinque Stelle, Fünf Sterne, dass die ja auf ein Umstoßen mehr oder minder dieser 2%-Hürde hingewirkt haben, um ihre Wahlversprechen einzulösen. Da ging es ja darum, dass beispielsweise es zu einer grundsätzlich soliden Versicherung der italienischen Bevölkerung eben kommt, die aber irgendwie finanziert werden muss. Und infolgedessen müsste man ein entsprechend hohes Haushaltsdefizit fahren, was allerdings über dann einer Neuverschuldung von mehr als 2% der Maastricht-Kriterien liegt. Und infolgedessen kam es ja dort dann zu diesen Spannungen und den Andeutungen von möglichen, wie heißt es denn? Repressalien, Strafen, ja, nennen wir sie einfach so. Und infolgedessen gab es dort im Mai, Juni 2018 erhöhte Volatilität, sowohl an den Aktienmärkten als auch beispielsweise auch im Euro, der da stärker unter Druck geraten ist. Das ist allerdings jetzt nichts, was wirklich die Märkte derzeit bewegt, sondern das ist ganz klar der Handelskonflikt. Also das ist wie eine Mode. Ja, der Markt, der sucht sich seine Moden und was ihn aktuell beunruhigt und infolgedessen gilt es dann entsprechende Rückschlüsse zu ziehen. Da Italien derzeit kein Thema ist eigentlich diese Headline auch nur eine Headline wert, dass es dort eben zu zu einem Umschwung in der Regierung kommt oder zu einer Regierungsablösung kommt, aber es ist nicht wirklich in der Lage, derzeit Wohler zu begünstigen. Also wer sich diese Frage gestellt hat, ich nehme die mal vorweg, ich habe sie jetzt hier noch nicht in der Chatbox gesehen, aber falls sie aufkommen sollte. Wir wollen uns aber hier drauf fokussieren. Das ist, denke ich, eine sehr, sehr spektakuläre Grafik. Was der nämlich macht, ist Folgendes. Der guckt sich an, einmal in hellblau den Volatilitätsindex VIX und der guckt sich dann in dunkelblau an die Zinsen 10-jähriger und 2-jähriger US Treasury Yields und diese invers. Also sprich, das Differential zwischen 2-jährigen und 10-jährigen bedeutet, der guckt sich einfach den Zins an, was wird auf 2 Jahre gezahlt und was wird auf 10 Jahre gezahlt. Dann nehmen wir die Differenz davon. Das ist diese Zinsstrukturkurve, wo es jetzt zu dieser Inversion ja kam. Und diese Inversion der Zinsstrukturkurve ist ein Frühindikator für eine Rezession, die sich abzeichnet. Das war in der Vergangenheit. Das heißt nicht, dass die Welt sofort ins konjunkturelle Armageddon stürzt oder sonst dergleichen, aber es ist eine Frühindikation, die darauf hindeutet, dass in den kommenden 12 bis 24 Monaten sich eine Rezession in den USA abzeichnen könnte. Der Durchschnitt lag bei den letzten Malen, dass das passiert ist, übrigens bei 21 Monaten. Verzeihung, stimmt nicht, 21 Monate ist, glaube ich, falsch. 18? Also auf jeden Fall weit über ein Jahr, definitiv. Ich habe dazu eine Statistik mal präsentiert gehabt. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich genau auf die 21 komme. Es kann sein, dass die Zahl stimmt, aber das mutet vielleicht doch mir ein bisschen weit an, aktuell mit Ausblick nämlich auf die US-Wahlen im November 2020. Weil da glaube ich, da war eine engere Spanne, die das ein bisschen knapper hat werden lassen. Gut, wie auch immer. Also unabhängig davon, Fakt ist, was wir hier in dieser Grafik zeigen können, solange diese Invertierung, oder nicht nur Invertierung, ja doch, Invertierung kann man es eigentlich schon nennen, der Zinsstruktur
Kurve voranschreitet oder beziehungsweise hier dieses Zinsdifferenzial weiter abflacht, desto wahrscheinlicher ist es, dass der VIX früher oder später diese Lücke hier schließen wird. Also das ist wie so ein Frühwarnindikator, der darauf hindeutet, dass die Volatilität zeitnah hoch bleiben dürfte, beziehungsweise noch weiter steigt. Und mit diesem Ausblick hier, mit dieser Grafik, ist dann eigentlich auch der Weg geebnet oder beziehungsweise gibt das auch eine gute Idee dafür, was ist derzeit von einer Korrekturbewegung zum Beispiel im Aktienbereich zu handeln. Also schauen wir jetzt mal in den Chart, schauen wir uns mal den zum Beispiel S&P 500 an. Da sehen wir eben diesen scharfen Abwärtsimpuls ab Anfang August, initiiert durch Donald Trump. Zurücksetzer hier auf diese blaufarbene Linie, das ist die 200-Tage-Linie. Wir sehen einen Retest dieser Region und können uns zunächst einmal oberhalb dieser 200-Tage-Linie eben tatsächlich halten. Es kommt zu einer Gegenbewegung. Jetzt ist es allerdings so, dass wir hier meines Erachtens nach nicht zwangsläufig sofort den Push in Richtung neuer Allzeithochs erwarten sollten, sondern dass wir eher auf hohem Niveau konsolidieren. Und früher oder später dann durch den jeweiligen externen Trigger, der geliefert wird, wie auch immer er dann geartet ist, Eskalation des Handelskonfliktes zwischen den USA und China, Gegenmaßnahmen, die die Chinesen schon bereits angekündigt haben, die zum Beispiel dann auch dazu führen, dass die Marktkräfte ihren Beitrag dazu leisten, dass der Dollar-Yuan in Richtung der bereits thematisierten Region um 37 steigt, sogar darüber bis 57. Das ist ja so ein Korridor, 37 bis 57, der mit stark erhöhter Volatilität und Sorgen an den Finanzmärkten einhergeht. Also wir sind derzeit weiterhin oberhalb der 7er Marke in einem sogenannten Risk-Off-Marktmodus, aber 37 bis 57 wäre dann schon ordentlicher Pessimismus und entsprechend eventuell sogar Panik, die in den Märkten losbricht. Und wenn solch ein Push im Dollar-Yuan auf der Oberseite stattfindet, dann wäre das mit Sicherheit auch ein ernsthafter Moment, darüber nachzudenken, ob es nicht zu einer hier starken Attacke auf diese 200-Tage-Linie und einem Fall des S&P unter dieses Niveau kommt. Fakt ist auf jeden Fall, die Schwankungen dürften mit diesem Ausblick, den wir gerade geschrieben haben, mittelfristig hier im S&P relativ hoch bleiben. Wir dürften auf hohem Niveau konsolidieren. Dennoch, eben nochmal, das ist die etwas längerfristige Betrachtung. Wir betrachten im Grunde genommen, sagen wir mal, vielleicht den Ausblick bis Ende des Jahres hier an der Stelle. Dennoch ist es so, dass kurzfristig das erstmal keine Rolle spielt. Also die Volatilität sollte hoch bleiben. Das heißt, Intraday-Schwankungen sollten auch eher hoch bleiben und anziehen. Das heißt, die durchschnittlichen Schwankungsbreiten pro Tag sollten erwartet werden, breiter auszufallen. Und sich eher so hier in dem Bereich zu stabilisieren. Ich habe ja den Daily Range Indikator darunter. Da kann man zum Beispiel sehen, dass aktuell die durchschnittliche Tagesspanne der letzten 10 Tage oder auch der letzten 20 Tage ungefähr in einer Range von 55 bis 58 Punkten lag. Also das heißt, im Bereich zwischen 50 bis 60 Punkten darf durchaus erwartet werden, dass der S&P eben pendelt und dass diese Vola auch hoch bleibt und dann mit zunehmender Zeit in den Jahresschluss hinein über das vierte Quartal hinaus dürfte man durch, oder in das vierte Quartal hinein, so rum eher, sollte man erwarten, dass dann eher die Vola über diese 60 Punkte Handelsspanne pro Tag eben ansteigt. Warum erwähne ich das? Weil das natürlich auch dann ganz auf den Mikrokosmos angewandt für entsprechende Intraday-Handelsansätze eine große Rolle spielt. Wenn ich zum Beispiel einen Breakout-Ansatz fahre und mir die Frage stelle, sollte ich darauf spekulieren, dass der Markt eben tatsächlich hier nach unten eine Distanz von 40 Punkten zum Beispiel abläuft, wenn wir eine Handelsspanne sehen über ein bestimmtes zu definierendes Intervall, abhängig von unserem Handelsansatz von 20 Punkten zum Beispiel, dann sind 40 Punkte Distanz auf der Unterseite absolut realistisch. Wenn wir allerdings schon bereits eine Handelsspanne von 60 Punkten sehen, was natürlich auf ein erhöhtes Vola-Umfeld hindeutet, dann ist denkbar, dass natürlich diese 60 Punkte beim Breakout übertroffen werden für den Handelstag. Nichtsdestotrotz, dass man nicht unbedingt darauf spekulieren sollte, dass wir 150 Punkte zum Beispiel laufen. Also auch wenn das eine Option ist, aber es ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Und so kann man dann aus dieser Makroperspektive auf die Mikrokosmos Rückschlüsse auf die zu erwartenden Handelsschwankungen eben für den jeweiligen Tag ziehen. Das wäre eine Möglichkeit, das zu tun. Und ja, also das zur Vola-Erwartung und dergleichen für den S&P. Jetzt kommen wir, wie gesagt, aus dem Makrokosmos ganz in den Mikrokosmos hinein und gucken uns mal oder geben eine Einschätzung für den heutigen Tag. Wenn wir jetzt, wie gesagt, Jackson Hole
uns besonders betrachten oder die in Aussichtstellung auch weiter die sich hartnäckig haltenden Gerüchte fiskalpolitischer Stimuli seitens der deutschen Bundesregierung, eine expansiv im September auftretende EZB, all das ist etwas, was zunächst einmal den Markt offensichtlich in der Lage ist zu stabilisieren. Und wenn wir uns den DAX jetzt mal hier auf der Stunde anschauen, der nicht mit mir reden möchte. Hallo. So. Dann können wir erkennen, dass wir zum einen diese Struktur fallender Hochs, fallender Tiefs gebrochen haben. Das hatten wir gestern schon thematisiert. Wir haben also den Bereich um 11.550 Punkten zurückerobern können. Jetzt scheiterten wir gestern in diesem Bereich der Tiefs, Entschuldigung, nicht der Tiefs, der Hochs von Montag, beziehungsweise, ja doch, von Montag hier, scheiterten, kamen ein wenig unter Druck und rutschten dann unter ein kurzfristig relevantes Level um 11.670 Punkte, Pi mal Daumen. Kam ein bisschen Druck auf und bis in den Abend hinein, sogar dann leicht in der Nachbörse hat man es gesehen, da sind wir dann sogar zeitweise kurz unter die 11.600er Marke gerutscht. Aber, und das ist das, was relevant ist, und da kann man dann auch hier die grünfarbene Linie dahingehend interpretieren, das ist eine kurzfristig signifikante Region gewesen, zunächst als Unterstützung, dann als Widerstand, dann sogar hier als Trend-Support, so nenne ich es mal, es ist ein Widerstand, aber als Unterstützung für diese Abwärtsstruktur fallender Hochs und fallender Tiefs. Nachdem wir die jetzt zurückerobert haben, wird aus der jetzt Widerstandsregion eine erneute Unterstützungsregion. Und solange wir uns oberhalb dieses Levels halten können, ist meiner Meinung nach ist weiterhin durchaus realistisch, dass wir den Bereich um 11.750 bis 770 Punkte noch einmal anlaufen, sogar rausnehmen und dann einen Stint starten, der uns führt nochmal bis in die Gefilde um 11.850. Also heißt, alles was oberhalb von 11.550 stattfindet, hat Potenzial, uns nochmal bis in die Gefilde um 11.850 Punkte zu führen. Also aus der Perspektive bleibt die Long-Seite auf jeden Fall zu favorisieren. Sollten wir allerdings unter diese Tiefs hier von gestern fallen oder beziehungsweise diese nachbörslich markierten Tiefs, die natürlich volumentechnisch keine Signifikanz besitzen, aber nichtsdestotrotz die in der Nähe liegen, dieser dann doch sehr signifikanten Region um 11.550 Punkte, dann wäre ich sehr skeptisch und könnte mir sogar vorstellen, abhängig mit Sicherheit von dem jeweiligen Umfeld, aber wenn sich ein externer Trigger findet, mittlerweile reden wir aber nicht mehr von global makroökonomischen Triggern, also danach schon im erweiterten Sinne, aber eher von Tweets von US-Präsidenten, dann könnte es durchaus sein, dass wir nochmal einen ernsthaften Versuch starten, den Bereich um 11.250 Punkte anzulaufen. Den sieht man dann auch hier auf der Tagesebene, dass das ein hoch signifikanter Bereich ist, denn sobald wir unter diese Region fallen würden, würde als Kursziel der Bereich um 10.800 Punkte bzw. der 11.000er Bereich aktiviert. Aber nochmal, das ist erst ein Thema, wenn wir unter das 11.550er Level rutschen. Aktuell sehe ich dafür keinerlei Grund, von dieser Skepsis auszugehen. Klar, wir warten jetzt gleich erstmal die Kassaeröffnung ab, schauen, wie sich der Markt präsentiert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir eher den Bereich um 11.850 anlaufen, als dass wir hier nochmal einen Stint nach unten starten, die sehe ich derzeit bei nicht signifikant über, aber deutlicher über 50%. Also ich war 60%iger Wahrscheinlichkeit, dass wir eher die 11.850 anlaufen. Ja, soweit das Bild dann zum DAX. Blicken wir auf den Euro-US-Dollar. Wo stehen wir dort? Da stehen wir weiterhin im Bereich unterhalb des 1.11er-Levels. Die Aussicht in Aussichtstellung als geldpolitischen Stimulus seitens der EZB in Verbindung mit der Fiskalpolitik, die kurzzeitig ein Anziehen der Zinsen eben nach sich gezogen hat und auch die sich sicherlich unter den Marktteilnehmern weiterhin dann auch etablierende Haltung, dass das alles ins Leere laufen wird vor dem Hintergrund eben der Skepsis, besonders der politischen Stabilität der Eurozone insgesamt. Das sehe ich dann aus der globalen makroökonomischen Perspektive, der hat, wie gesagt, Intraday spielt das keine Rolle, aber übergeordnet, daraus schließt sich oder ergibt sich mein grundsätzlich bärischer Bias für den Euro. Da muss ich sagen, ich gehe eher davon aus, dass wir eine realistische Chance haben, bis 1.10 zu laufen und auch deutlich darunter auch weiterhin und bin aktuell weiterhin kein großer Freund von Long-Engagements im Euro-US-Dollar. Sehe da eher das Potenzial, wie gesagt, für diesen Stint auf der Unterseite. Erst wenn es uns gelingen würde, hier, dass wir über 12.50, 1.13 vielleicht sogar zurücklaufen, würde sich das Bild aufhellen, würde den Modus aber von bärisch in Richtung dann neutral drehen. Also noch nicht mal so auf die bullische Seite, da müssen wir über 1.14 laufen. Und das muss ich sagen, das sehe ich in meinen kühnsten Träumen nicht, diesen Push auf der Oberseite. Dazu ist auch jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, aber
initiiert werden könnte das ja durch eine Attacke auf den US-Dollar seitens der Fed. Das ist richtig, aber dafür setzte das voraus, dass das den Markt unvorbereitet treffen würde. Und das trifft ihn nicht unvorbereitet. Da sind wir wieder bei unserem Fed-Watch-Tool. Wenn wir uns hier dann entsprechend die Erwartungshaltung anschauen. Sehr interessant übrigens. Jetzt sind wir schon bei 2% der Marktteilnehmer, die derzeit sogar ein Verharren hier auf dem aktuellen Zinsniveau sehen. Ich glaube aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 98%. Da müssen wir uns mehr daran erinnern, wofür steht die Fed? Die steht für Stabilität, für eine reduzierte Volatilität im Markt. Wenn der Markt mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet, dann gehen wir nicht davon aus, dass sich daran irgendetwas daran etwas rüttelt. Also ich gehe nicht davon aus, dass die Fed sich hier dem Marktwillen nicht beugt. Aber auch unabhängig davon, das ist nur die kurzfristige Perspektive für die nächste Zinssitzung am 18. September. Im Dezember stellt sich das Bild weiterhin dahingehend dar, dass wir hier tatsächlich mit nunmehr, wo sind wir aktuell? 200, genau. Dass wir hier mit weiterhin ungefähr 50% Wahrscheinlichkeit eine dritte Zinssenkung noch zu sehen bekommen. Also mindestens 25 Basispunkte, 25 Basispunkte, 25 Basispunkte, jeweils September, Oktober, Dezember. Oder im September kriegen wir einen Cut zu sehen von 25. Wir stehen im Oktober Putt seitens der Fed und sehen dann den Deep Cut, also den 50 Basispunkte Zinsschritt, eben abhängig von der sich dann konjunkturell darstellenden Situation. Und es ist eher davon auszugehen, dass Trump die Situation weiter eskaliert, wenn sich solch ein Szenario abzeichnet, um diese 50 Basispunkt Zinssenkung zu sehen zu bekommen, als dass sich die grundsätzliche Situation beruhigt an den Finanzmärkten, was wiederum gut zusammenpasst mit dem, was ich sagte. Wir sollten eher damit rechnen, dass es ein ziemlich turbulenter Jahresausgang wird, ein ähnlich volatiles viertes Quartal mit ansteigender Volatilität, die dann auch natürlich sich in den Aktienmärkten ganz besonders widerspiegelt. So, das zum Euro-US-Dollar und wir blicken dann noch kurz auf Gold, wo sich das Bild nicht verändert hat. Weiter voranschreitende Konsolidierung auf hohem Niveau. Das kann sich allerdings jederzeit ändern, mit Sicherheit, wenn man sich vor Augen führt, dass wir eben Jackson Hole vor der Nase haben. Jegliche Andeutung geldpolitischer Stimulus und Aussichtsstellung, was auch immer, ist in der Lage, hier die nächste Aufwärtswelle in Gold zu initiieren. Mein favorisiertes Szenario bleibt dennoch jenes, wo wir den Rücksetzer gegen die ehemaligen Hochs hier sehen, 1440, 1450 US-Dollar pro Feinunze. Wir bewegen uns weiterhin dennoch in einem bullischen saisonalen Muster. Und das noch bis zum 5. September. Also durchaus denkbar, dass solch eine tiefe Korrekturbewegung gar nicht erst stattfindet, sondern dass wir hier nur kurz konsolidieren auf hohem Niveau, um dann den Push auf der Oberseite zu sehen zu bekommen. So, und damit sehen wir dann auch im übertragenen Sinne, wie mein Bild eigentlich für Dollar-Yen ist. Wohl er sollte auch hier weiterhin verhältnismäßig eher niedrig bleiben, eher mit einer Korrekturbewegung, solange es zu einer Erholungsbewegung, Bodenbildung in den 10-jährigen Zinsen von US Treasuries kommt. Nichtsdestotrotz habe ich meine Schwierigkeiten, eine nachhaltige Rückeroberung der 106,80, 107er Region zu sehen. Ein Ausblick auf dieses bullische Bild für Gold und das Wissen um die negative Korrelation dieser beiden Märkte, also sprich Dollar-Yen oder beziehungsweise Gold-Long, dann sollte Dollar-Yen fallen und umgekehrt. Ist es so, dass folgerichtig dann meine Erwartungshaltung weiterhin dahin geht, dass wir in den kommenden Wochen bis Monaten auch diesen Stint Richtung 105 und auch tiefer zu sehen bekommen. Und ich bin immer noch wirklich gespannt. Also vielleicht möchte ich den auch vor allem deswegen zu sehen bekommen, weil ich gerne sehen wollen würde, wie sich dann die japanische Notenbank, wie die sich eben hier dann präsentiert und ob die wirklich eventuell sogar auch geldpolitische Gegenmaßnahmen einleitet mit dem klaren Versuch, die 100er Marke im Dollar-Yen zu verteidigen. Was nämlich tatsächlich aber interessant ist, ist natürlich, dass die Beziehung zwischen Shinzo Abe und Donald Trump angeblich eine sehr gute sein soll. Und das wird sicherlich super interessant. Auch wenn man ja jetzt in den USA merken kann, dass sich der ein oder andere ehemalige Befürworter Trumps beginnt, gegen ihn zu stellen, auch in sehr, sehr aggressiver Art und Weise. Und also alleine um seine Reaktion darauf eben zu sehen zu bekommen, müsste ich sagen, würde ich das schon sehr gerne sehen, auch wenn das mehr Wunschdenken ist als tatsächlich faktenorientiert. Aber Fakt ist auf jeden Fall, sollten wir uns aufmachen unter die 105 im Dollar-Yen, dann ist dieses Szenario auf jeden Fall mit erhöhter Wahrscheinlichkeit gegeben. So könnte man es auch einfangen. So, soweit wäre es das erstmal meinerseits gewesen. Wir gucken nochmal kurz final auf den DAX.
sehen den Push auf der Oberseite. Open Range ist jetzt gerade tatsächlich schon auf der Oberseite getriggert worden. Also da sind wir jetzt ein bisschen spät dran. Aber nur eine Idee, wie man den, oder wie ich den DAX jetzt aktuell handeln würde. Auch wenn das ein bisschen suboptimal, ehrlich gesagt, ist. Aber man schaut sich an die Handelsspanne zwischen 8 und 9.05 Uhr. Das sind diese zwei rotfarbenen hier waagerechten Linien. Die Open Range, die liegt, ich gucke mal ganz genau hin, zwischen 11.653 und das Hoch dieser Kerze ist 11.697. Und dann arbeitet man in Relation zu dieser blaufarbenen Linie. Das ist der EMA 50 auf 5 Minuten Basis. Das heißt, handeln wir drüber, handeln wir nur Ausbrüche auf der Long-Seite, handeln wir drunter nur Short-Ausbrüche. Wir handeln offensichtlich drunter. Das heißt, wir haben jetzt, haben einen Buy-Stop gelegt bei 11.698 Punkten mit Stop 11.653. Das ist also ein Risiko von 45 Punkten und würden dann diese Range duplizieren mit einem Faktor von 2, also 45 mal 2 sind 90 Punkte, die wir dann hier oben draufsetzen auf den Einstiegskurs bei der 98, was uns dann führt zu 11.788 Punkten als Kursziel auf der Oberseite. Da würde dann unser Take Profit hier in diesen Gefilden da oben liegen. Das ist also die Herangehensweise für den DAX und wie gesagt, solange die Vola niedrig bleibt, sich der Markt beginnt ein bisschen zu stabilisieren, scheint dieser Stint in diese Gefilde sehr realistisch, weil eben übergeordnet das Kursziel um 11.830, 850 Punkte ruft. So, das war es meinerseits gewesen. Fragen haben wir alle beantwortet. Ich habe die Chatbox schon abgecheckt. Hier auch, hier auch. Ja, dann sei es das meinerseits soweit gewesen. Ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf und wir hören uns dann wieder morgen 8.30 Uhr zu den täglich neuen Handelsideen hier gemeinsam bei Tickmill. Bis dahin, habt euch wohl. Macht's gut.